So Leute, und weiter geht's mit Let's Play Star Wars KOTOR. Wir sind in Daviks Anwesen mit unserer Crew und sollen hier natürlich abhauen. Wir haben ja ein Ziel, und zwar von diesem Planeten verschwinden. Und ja, ich hoffe, das schaffen wir. Wir haben jetzt hier ein quasi kleines Zimmer bekommen. Die Kiste, habe ich die schon aufgemacht? Nein, hatte ich nicht. Okay, jetzt aber. Sehr gut. Würde ich auch sagen, räumen wir hier direkt mal alles aus. Da ist noch ein langer Gang. Hier ist noch irgendwie was. Also hier scheint das Anwesen ja doch schon einige Räume zu haben. Hey, was soll das, hier einfach reinzuplatzen? Verschwindet! Oder ich rufe die Wachen! Pudu, Tuni Rama na praka donko tsercha chupapanki. Hey, Baby, warte mal, ich wollte doch nicht wirklich... Ach, verdammt. Also schön, ihr habt gerade mein Betthäschen für heute Nacht verscheucht. Also solltet ihr lieber eine gute Erklärung ausspucken, bevor ich stinksauer werde und die Wachen rufe. Okay, ja, die war gerade noch da und jetzt ist sie auf einmal weg. Sehr gut. Es gibt auch keinen Grund, die Wachen zu rufen, ich habe mich nur verirrt. Oh nein, keine Chance. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Das könnt ihr alles schön der Wache erzählen, falls ihr lange genug lebt, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Ach, er will mir jetzt an die Wäsche mit meiner Crew hier. Ja, stell ich mal auf einen harten Kampf ein, Kollege, ey. Hält ja nicht viel aus. Ja, der ist jede Sekunde tot. Ja, gut. Der hat so gewollt. Sehr gut. Hat er noch irgendwas dabei? Nö. Oh, da kommen die Wachen auch schon. Ja, scheiß auf die Wachen, wir sind danach eh weg. So sei es. So, wir gehen aber erstmal hier lang, glaube ich. Ich weiß nicht, hier ist der Thronsaal. Oh, Thronsaal. Klingt ja sehr wichtig. Verstanden. Ja, seid doch bitte nicht so doof und macht das gleiche wie euer Typ, wie euer Freund da hinten. Zeit, sich von der Welt zu verabschieden, Käfergesicht. Ihr jetzt sterben. Genau. Rodianer. Dunkle Seitepunkte, sehr gut. So, komm noch einmal drauf. Er gibt doch nochmal schön viele Erfahrungspunkte eigentlich. Dafür, dass wir die nicht unbedingt töten müssen. Oder, ja, dürfen, ist was anderes. Ah, komm schon wieder Wachen. Also kriegen wir eigentlich, ja, also in der auf der dunklen Seite kriegt man meistens mal mehr Erfahrungspunkte, mehr Geld und so weiter, weil man die Leute eben ausrauben kann, töten kann und alles. Jetzt gehen wir doch durch den Thronsaal, ey. Ich zeig's dir. Wegen den verkackten Wachen, ey. Die Macht ist auf meiner Seite. Ja, das ist ja schön und gut, aber Wachen können wir auch später noch töten. Hier, nimm das. Oh, hört er gar nicht mehr auf hier. So, ihn jetzt noch, ja? Dann war's das aber erstmal. So, dann will ich mir erstmal hier alles anschauen. Überreste. Reparaturkit können wir bestimmt gebrauchen für unseren Roboter später. Er hat nichts mehr. Sicherheitsterminal, schauen wir uns das Ding mal an. Computer hacken. Hat, glaube ich, keinen Sinn. Also, selbst wenn wir es hacken können, was würden wir da schon groß machen können? Ich glaube nicht so viel. Mine entfernen, ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und, ja, hat geklappt. Schauen wir uns die Vorräte an. Bestimmt irgendeine Scheiße, oder? Ja, gut. Das, was man halt braucht, so ab und zu ein bisschen Versorgung quasi. Nichts Spezielles. Gut, wir gehen aber trotzdem erstmal den Gang entlang. Ja, ich denke, der Thronsaal ist, ja, ist schon wichtig. Ich hoffe, dass wir bei, wenn wir den Gang entlang gehen, nicht direkt in den Hangar kommen, weil da wollen wir eigentlich zum Schluss hin. Denn wir haben ja noch ein paar Räume, die wir ausplündern. Kein Problem! Verstanden. Oh, was haben wir denn hier alles an der Wand? Die Viecher kenne ich, das sind diese komischen Giraffen aus Tatooine. Die kenne ich jetzt nicht, das ist dieses große Viech. Ich den Namen vergessen habe. Die sehen aus wie Antilopen. Sehen aus wie Säbelzahntiger, sehen aus wie Ziegen, die ein bisschen böse sind. Tut mir leid, wenn ich die ganzen Viecher jetzt gerade nicht kenne. Ich bin nicht der mega Star Wars Fan. Also ich habe zwar jeden Film gesehen und ziemlich viele Spiele gespielt, aber
Ich kenne trotzdem nicht alles. Kein Problem. Vor allem nicht, wie die ganzen Rassen heißen. Parser-Karten, Credits. Aber 100 Credits? Ich glaube, so viel hatten wir fast noch nie in so einem Dingen. Und wir haben ein Datapad gefunden. Das schauen wir uns direkt mal an. Ich gehe mal hier einmal durch, dass wir die Dinger einmal alle gesehen haben quasi. Weil diese lilanen Dinger, die sind quasi neu. Neu im Sinne von, dass man da noch nie mit der... Oder geht das so gar nicht? Dass man da halt noch nie mit dem Mauszeiger drüber war quasi. Schauen wir mal ganz kurz. Datapad, welches ist denn das jetzt? Schauen wir uns beide an. Das scheint Aufzeichnungen eines Tages, dieses Tages zu sein. Interessant ist vor allen Dingen die, ist vor allem folgender Eintrag. Die Leitungen, die wir in den Aufzug eingebaut haben, scheinen das Problem mit den Schildausfällen des Druiden zu beheben. Der Einbau soll heute noch abgeschlossen werden. Okay, das scheint wohl nicht dieses Datapad zu sein, was wir hier gerade gefunden haben. Dieses Datapad, oh Gott, ist das lang. Dieses Datapad enthält eine Aufzeichnung über Carlo Nords Jagdtrophäen, menschlicher und andere. Ja, das scheinen diese Jagdtrophäen zu sein. Der letzte Eintrag ist eine, ist ein Bericht über eine kürzliche Rancor-Jagd. Was dem Rancor an Intelligenz fehlt, gleicht er mit durch Größe, Stärke und Wildheit aus. Konventionelle Blaster sind nutzlos gegen die undurchdringliche Haut. Um das Biest zur Strecke zu bringen, musste ich also zu vergleichsweisen unorthodoxen Methoden greifen. Die Explosion einiger genug platzierter Minen am Wasserloch trieben das Biest zunächst in die Schlucht. Dort lauerte ich zwischen den Felsen. Als der Rancor genau unter mir war, ließ ich mich auf ihn fallen. Er bäumte sich auf, schlug mit den Klauen wild um sich, um mich abzuschütteln, aber ich hatte die perfekte Position. Unfähig, mich abzuschütteln, brüllte das Monster mit weit aufgerissenem Maul zornig auf, und ich konnte einige Splittergranaten in den aufgesperrten Rachen werfen. Die Explosion hat mich durch die Luft geschleudert. Zum Glück war der Kopf des Rancors nahezu unversehrt. Wenn ich ihn nach Taris bringe, hängt ihn Davik sicher zu den anderen Trophäen, die ich für ihn erbeutet habe. Davik wollte mich sogar anheuern. Vielleicht gehe ich auf seinen Vorschlag ein, obwohl ich die größte aller Jagdtrophäen mein eigen nenne. Die Perle auf Drachen auf Tatooine. Okay, also das ist der Rancor. Was jetzt dieser Drache ist, weiß nicht, ob der hier ist. Das vielleicht? Kopf des Drachen? Möglich. Aber weiß ich nicht. Feldkiste, die da hinten hatten wir, glaube ich. So, hier geht zum Glück nur nach oben erstmal. Hier haben wir ein paar Sklaven. Gigi Hakuji Lord Shakin Kuna Bamule Rigikun. Kaji chutula podoto punto casa da bonk. Aita haudanga o alaganto da nagato chuchu mukiti chokai. Ti umpekrita. Hey, das ist mal ein Ort, wie er mir gefällt. Wanna chick yongi? Wanna vota kontitare ti? Chichin toma tunko kola yame tua. Na kanki chiki nai potoka. Na wanna bota. Warum müssen die eigentlich immer so lange reden, wenn die nur so kurze Sätze haben? Egal, ja, eine Massage wäre jetzt angenehm. Das ist bestimmt auch ganz interessant für Bastila. Die wird sich da bestimmt drüber freuen. Typisch, Mann. Würdet ihr euch bitte in Erinnerung rufen, dass wir wichtigere Probleme zu lösen haben? Wanna chick yongi? Wanna vota kontitare ti? Chichin toma tunka kola yame tua? Na. Das war ja armselig. Ja komm, sagen wir, das war ja armselig und ihr wollt eine Lustsklavin sein? Ich hab gar nichts gesehen. Das war wirklich armselig. Ich werde David erzählen, ihr seid die lausigste Lustsklavin, die ich jemals gesehen habe. Bajoni, your luck wish. Dopa Yuma passen lab di non goto.
Tin umpa dop unta krita. Ak ti konto ona chaba chisa wanki. Ti toki grantu kon chichan kun green kanchan tu pro. Bo. Ich muss jetzt gehen. Smilia, ti umpa dop unta krita. Ja, komm. Dafür gab es keine bösen Punkte, wollte ich verarschen. Wozu mache ich das denn hier alles? Na egal. Wir haben aber gerade schon ein bisschen am Hinterkopf gesehen, der wird ein bisschen bisschen böser schon vom Blick her, sage ich mal, vom Gesicht her. Wir haben ja auch hier schon gesehen, wir gehen langsam in Richtung ja Dunkelheit, sage ich mal. Und da bilden sich dann so Adern und der Typ wird langsam grau. Willkommen und so. Willkommen in den Sklavenquartieren, mein Herr. Ach, und der spricht jetzt Deutsch. Ja nicht sein, also, also für uns normale Sprache und nicht die Alien-Sprache, die sie da gerade sprechen. Interessant. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal nach oben, da waren wir schon. Normale Tür gehen wir erst als letztes durch. Ja, alles erkunden natürlich. So. Hier in der Mitte können wir nichts machen. Gehen wir erstmal hier durch. Ich mach mal kurz ein Quick Save. So. Kopfgeldjäger. Der will mir an die Wäsche. Was ist das denn für einer? Krass, habe ich auch noch nie gesehen. Na komm, leg mal los hier. Wo ist die Olle eigentlich? Ja komm, ran da jetzt. Stirb. Ich zeig's dir. Die erzählt mir was von, dass wir eine Aufgabe haben und bleibt da hinten, ey. Kann wohl nicht angehen. Computerzugangskarte. Aha, interessant. Ist das für das Sicherheitssystem oder ist das für irgendeinen anderen Computer? Oh, wow, 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 wow. Da werfen wir mal eine Granate rein. So, und hier, ja. Bisschen Angriff, ne? Was hier, das riecht hier gerade nach Essen. Um das mal nebenbei zu erwähnen. Aber, das wird euch wahrscheinlich gerade weniger interessieren. Heilen die sich einfach, ich glaube, zack. Ja, die waren ja jetzt relativ schwach, doch. Schwächer, als ich erwartet hatte. Medikit 1. Oh, bitte nicht zu geizig. Ist hier noch was? Scheinbar nicht. Der hat noch was dabei. Okay, sie kann mal alle heilen. Das ist ja ganz gut. Na gut, Damage macht sie natürlich auch. Klar. So, das hier scheint irgendwie in Richtung Hangar zu führen. Ja, es scheint sehr in Richtung Hangar zu führen. Da möchte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ich möchte jetzt erstmal mich hier umschauen. Oh, ich wurde zum Handeln eingeladen. Das ist ja sehr nett, aber ich kann gerade nicht. Da muss ich wohl gerade kurz ich zeig's dir. Abwesenheit vortäuschen. So leid mir das tut. Aber wenn ich beim Aufnehmen bin, dann möchte ich nicht immer Chatfenster anzeigen lassen. Es geht um den Portal 2 Gutschein. Ja, der wurde schon verschenkt. Jetzt muss ich hier gleich mal kurz einen Cut machen. So, komm. Na komm. So, dann mache ich mal hier ganz kurz einen Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Hier bin ich. Ja, ich bin auch hier. Na komm, heil nochmal. Danke. Ja? So, da kamen wir her. Hier war der Kopfgeldjäger. Einfache Sicherheitstür. Ja, ich lage mal bei ihm. Verstanden. Wie könnt ihr es wagen, meine Gemächer zu betreten? Gemächer? Ich bin ein persönlicher Gast von Davik. Ich habe ausdrücklich angeordnet, dass ihr Wachen mich nicht vor morgen früh zu stören habt. Wie kann Davik erwarten, dass ich in seine Unternehmungen investiere, wenn er solche Inkompetenz zur Schau stellt? Ich sollte die anderen Wachen rufen und euch bei eurem Vorgesetzten melden. Ich würde ja gerne Nummer 2 nehmen, aber Nummer 2 ist wahrscheinlich eher neutral. Deswegen sage ich, rührt den Alarm an und ihr könnt euch vom Reich der Lebenden verabschieden. Was? Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Ich werde Davik ersuchen, euch für diese Unverschämtheit bestrafen zu lassen. Arbeite nicht für Davik, aufgeblasener Bastard. Ihr arbeitet gar nicht für Davik?
Was seid ihr denn? Oh nein, Meuchelmörder, Attentäter, Wache, zu mir! Ach ja, und wer bist du? Scheint ja ein richtig mächtiger, wichtiger Typ zu sein, hä? Ja, komm, dann zeig mal, was du hier drauf hast. Ihr seid erledigt. Ja, hast du gut erkannt. Komm, jetzt hau mal zu jetzt. Aber richtig. Dafür lohnt es sich zu leben. 35 Erfahrungspunkte, ist ja lächerlich. Er kriegt ja mehr, wenn ich ein Kaninchen töte. So, verbessertes Medikit, blablabla, alles unwichtig. Wobei, Sicherheitssonde, ja, kann man mal gebrauchen ab und zu. 500 Credits, oh, das ist nett. So, hier wird gerade ordentlich schon wieder gemeuchelt. Hier bin ich. Sie kann nochmal ein bisschen Heilung anfordern. Oder anordnen, wie auch immer. Klar. So, hier oben haben wir noch eine normale Tür und dann sollten wir eigentlich dazu in der Lage sein, so langsam zum Hangar zu gehen. Folterdruide. Oha. Ich zeig's dir. Okay, hier wird wohl also ein bisschen Schabernack betreten. Betreten, genau. Nicht betreten, sondern ausgeführt. Ich fühl das Wort gar nicht ein. Geh mal weg hier. Ach. So, Käfigschalter. Achso, reden wir erstmal. Hutro. Okay, der kann gerade nicht viel machen. Danke. Ihr habt ja keine Ahnung, wie fürchterlich der Folterkäfig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen hätte, bevor ich wahnsinnig geworden wäre. Gut, ihr seid befreit. Und jetzt gebt mir eine Belohnung oder ich eliminiere euch höchstpersönlich. Bitte tut mir nicht weh. Ich sage euch alles. Ich habe Informationen, die ein Vermögen wert sind. Bleibt einfach ruhig, ja? Ich sage euch, was ich weiß. Ich war der Pilot der Aben Hawk, Daviks Flaggschiff. Ich kenne die Codes, um das Sicherheitssystem des Schiffs zu deaktivieren. Ich speichere sie in eurem Datapad. Ihr könnt die Codes benutzen, um die Aben Hawk direkt aus dem Hangar zu stehlen. Verkauft sie an den Höchstbieter. Gebt sie Davik für ein Lösegeld zurück. Was immer ihr damit macht, ihr werdet tausende Credits verdienen. Ihr seht besser zu, dass er eine anständige Belohnung anbietet, wenn ihr hier lebend rausspazieren wollt. Was? Aber ich habe sonst nichts. Die Codes für die Aben Hawk sind ein Vermögen wert. Reicht das nicht? Bitte lasst mich einfach gehen. Ihr könnt die Wachen eliminiere euch besser direkt. Wir haben, was wir wollten. Kein Grund, eurer Neigung zur Gewalt nachzugeben. Doch. Ich mache, was ich will. Mischt euch da nicht ein. Verdammter Bastard! Ihr seid ja krank im Hirn. Ich hab doch nicht die ganze Folter ertragen, um mich von euch abschlachten zu lassen. Ja, doch. Was ich möchte, sind nur böse Seitenpunkte. Ach, 25 Erfahrungspunkte ist ja noch lausiger. So, hat der denn irgendwas? Ja, wahrscheinlich nicht, wenn er in der Folterkammer hockt. Okay. So, was hatten wir sonst noch irgendwas bekommen? Nee. Glaube ich nicht. So, gut, dann schauen wir mal ganz kurz. Wir nehmen mal jetzt bei dem Thronsaal den unteren Gang. Na, Bastila? Stimmt es, dass euch die Vulka ohne große Mühe überwältigt haben? Es muss doch peinlich sein, von einer Bande von Schlägern gefangen genommen zu werden. Das waren außergewöhnliche Umstände. Und ich kann euch versichern, dass ich mich von einer Horde Vulka nicht einschüchtern lasse. Ja, es waren bestimmt 20, nein 50, nein wartet, 100. Wenn ihr das sagt? Ich weiß nur, dass wir die Mandalorianischen Kriege nicht verloren hätten, wenn mehr Jedi wie ihr gegen uns angetreten wären. Das sind starke Worte für einen ehemaligen Söldner von Davik. Wisst ihr, was euch von Karthunden unterscheidet? Sie haben genug Stolz, sich nicht gegen ihren Herrn zu wenden. Beleidigt mich nur. Wenn ihr mit dem Laserschwert genauso schnell wärt wie mit eurer Zunge, werdet ihr den Vulkan kommen. So seid ihr nichts weiter als eine eingebildete Jedi-Prinzessin. Was heißt ihr verwöhnt? Ich hatte dieselbe Ausbildung wie alle anderen Jedi. Ihr seid nichts als ein... Nein, das darf ich nicht. Es gibt keine Gefühle, nur den Frieden. Das ist das Problem mit euch Jedi. Ihr predigt ständig Frieden und Beherrschung, aber vom Kämpfen versteht ihr nichts. Revan mal ausgenommen. Genug, Mandalorianer. Ich falle nicht auf euch herein. Das Spiel ist aus. Kümmern wir uns endlich wieder um das Wesentliche. Leute, ey, können wir uns nicht besprechen, wenn wir im Flugzeug sitzen? Haben wir genug Zeit. So, die Gänge laufen hier wahrscheinlich zusammen. Gehe ich mal von aus, oder? Ah, ne, jetzt noch was anderes. Eine einsame Wache.
So, das war's auch schon. Sicherheitsterminal ist wahrscheinlich der gleiche wie vorhin auch. Ah, Zugangskarte verwenden. Ja, machen wir das doch. Auf Überwachungskameras zugreifen. Kaserne, Gewürzlabor. Natürlich. Zimmer vergasen. Nein, das brauchen wir nicht. Kaserne, Thronsaal. Nein, brauchen wir alles nicht. Lager, Hangar. Hangar ist wichtig. Achso, da sind wir gerade. Das vergasen wir uns am besten, damit wir uns schön selbst umbringen. Nein. Gewürzlabor. Achso. Gäste. Oh, Gästezimmer. Aha. Die Folterkammer ist also das Gästezimmer. Interessant. Hangar, so. Das ist der richtige Hangar. Da können wir aber nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Mit einem richtigen Thronsaal können wir auch nichts machen. Ja gut, ist alles langweilig. Systembefehle, alle Sicherheitstüren öffnen. Hangar-Sicherheitssystem deaktivieren. Das machen wir doch mal. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, weil irgendwie kam jetzt da keine Meldung hier, so und so viel Erfahrungspunkte erreicht oder hast geschafft oder sowas. Wie scheiße ist das denn hier gebaut? Man muss ja einmal rum, um in diesen Raum zu kommen. Obwohl hier alles frei ist. Das ist ja unlogisch. Na egal. Hangartür. Diese verfluchten Sith-Schweine! Sie bombardieren den ganzen Planeten! Ich wusste, sie würden uns früher oder später angreifen, aber... Oh, schau mal an! Was haben wir denn da? Diebe im Hangar! Ihr wolltet also mein Schiff für eure Flucht stehlen und mich hier verrotten lassen, während die Sith diesen Planeten in Staub verwandeln? Tut mir leid. Daraus wird wohl nichts. Ich kümmere mich um sie, Darvik. Darauf habe ich schon lange gewartet. Macht kurzen Prozess, Kello. Die Sith meinen es ernst. Wenn wir nicht bald in die Schiffe kommen und hier verschwinden, werden die uns mit ihren Bomben alle erledigen. Okay, das ist dieser eine Typ, der, Dingens, der den Typen da besiegt hat. Diesen Rancor, genau. So, wie machen wir das denn jetzt? Am besten erstmal ein Energieschild. Am besten für alle. Weil das könnte jetzt durchaus etwas schwierig werden. Speichern wir auch davor einmal. So, ich hoffe, die haben jetzt alle den Befehl noch intus. So, betäuben, Splittergranaten. Ja, ich hoffe, dass der sich jetzt nicht großartig bewegt. Der hat ja zwei Blaster, dementsprechend müsste das eigentlich funktionieren. Aber man weiß ja nie. Giftgranate, warum nicht? So, auch nochmal drauf. Und wir gehen zunächst einmal auf diesen Kallo, der ist nämlich der ist schwieriger. Hier bin ich. Ja komm, werft! Ey, ihr seid so doof, ne? Was mach ich denn hier mit euch? Hier bin ich. Ja? So, auf jeden Fall bewegt er sich schon mal nicht so viel. Ihr seid erledigt. Mann, du sollst zurückgehen, ey, da... Ja, das war ja super. Okay, ich bin, glaube ich, jetzt schon Geschichte. Ja. Gut, da müssen wir das jetzt irgendwie anders erledigen. Und wenn ihr mir 100-mal überlegen seid, wenn ich gehen muss, dann geht ihr alle mit. Dieser Thermaldetonator reißt uns alle in Stücke. Verdammte Sith, die lassen uns den ganzen Hangar um die Ohren fliegen. Nein. Nein! Ah! Das war ja einfach. Ich dachte, ich hätte mir noch schwieriger in Erinnerung vorgestellt. Klar. Erhofft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, was hat ihr denn jetzt aufgesammelt? Gar nichts. Arkanischer Energieschild. Schwerer Blaster, Darviks Kampfanzug, Darviks Sensor. So, das schauen wir uns mal kurz genauer an. Maximal Dauer 200 Sekunden. Maximaler Schaden, 40 Punkte Schaden verringert der. Und hat auch noch, und schützt auch noch vor mehr Dingern. Sehr gut. Wobei ich glaube ich erstmal den Energieschild lasse. Den anderen. Denn, das andere werde ich wahrscheinlich dann später erstmal brauchen. So, und hier sehr starke Explosion. Darviks Visor verbessert bei Angriffen mit Blasterwaffen die Trefferchance und den verursachten Schaden.
Also für uns uninteressant, höchstens für ihn irgendwie interessant oder so. Aber ich glaube auch da warte ich mal und gebe das dann irgendjemand anderem, den ich öfter dabei hätte. Und wir gehen jetzt schnell in die Ebonhawk und hauen von diesem Planeten ab. Natürlich möchte ich das. Ja. Lasst uns das Schiff hochfahren. Dann nehmen wir den Rest eurer Freunde auf und verschwinden von diesem Planeten. Taris ist gegen unseren Angriff ohne jegliche Verteidigung, Lord Malak. Sie leisten keinen Widerstand. Und die Stadt liegt in Trümmern. Nehmt den Beschuss wieder auf, Commander. Löscht diesen lächerlichen Planeten aus. Wir müssen zur Jedi-Enklave auf Dantooine. Dort können wir uns verstecken. Jäger im Anflug! Schnell zu den Geschütztürmen. Die Sith-Jäger müssen aufgehalten werden, bis wir die Hyperraumkoordinaten eingegeben haben. Oh, als Geschütz. Und wir sind auf dem Weg. Das kann doch nur Gutes heißen. So, okay. Ich würde sagen, wir müssen hier mal so ein paar Viecher töten. Wir haben unten links ein kleines Radar, wo wir sehen, wo die Typen sind. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass das hier mein Lieblings-Minispiel ist. Weil die teilweise echt scheiße zu treffen sind. Hinter mir ist gerade einer, aber... ja, die sind echt nicht so geil zu treffen. Zumal man auf dem Ding jetzt nicht erkennt, auf der Minikarte, ob die Gegner irgendwie unter einem sind oder über einem oder so. Und dann weiß man nicht, ob sich das lohnt, sich zu drehen. Weil wenn die unter einem sind, kann ich die sowieso schon mal nicht treffen. Über einem ist manchmal auch schwer. So. Wir haben auch schon ziemlich viel Schaden eingesteckt. Das sehen wir unten rechts. So, den haben wir erledigt. Noch den da unten, der da fliegt. Das wird jetzt kein Problem mehr werden. Sehr gut. Dantooine. Ich habe das Gefühl, als sei es schon eine Ewigkeit her, dass ich hier war. Dabei waren es nur ein paar Monate. Hier sind wir erstmal vor Malak in Sicherheit. In Sicherheit? Ihr wisst, was seine Flotte auf Taris angerichtet hat. Da stand kein Haus mehr, das höher gewesen wäre als zwei Stockwerke. Sie haben den ganzen Planeten in eine einzige Müllhalde verwandelt. Selbst die Sith werden es sich zweimal überlegen, bevor sie Dantooine angreifen. Es leben viele Jedi hier, und manche von ihnen zählen zu den mächtigsten des Ordens. Dieser Ort hat eine große Kraft. Ich stimme mit Bastila überein. Wir sollten hier in Sicherheit sein. Hier können wir unsere Vorräte auffüllen und uns ausruhen. Die Akademie ist ein Ort der mentalen und spirituellen Erholung. Die können wir alle gut brauchen, nach allem, was wir durchgemacht haben. Vielleicht habt ihr recht. Es ist nur schwer zu ertragen, wenn man mit ansehen muss, wie ein ganzer Planet ausgelöscht wird. Ich weiß, dass Mission damit große Probleme hat. Sie wird einen Weg finden, ihre Trauer zu verarbeiten. Sie ist stärker, als sie wirkt. Sie braucht nur etwas Zeit. Sobald wir gelandet sind, muss ich mit dem Jedi-Rat sprechen. Ich möchte ihre Meinung zu den jüngsten Ereignissen hören. Danach treffen wir uns außerhalb des Schiffs. Ich habe kurz mit dem Rat gesprochen. Man wünscht eine Unterredung mit euch. Wir sollten sofort aufbrechen. Eine Unterredung beim Rat der Jedi? Ziemlich ungewöhnlich für jemanden, der nicht mal ein Jedi ist. Was soll das alles, Bastila? Tut mir leid, Karth. Aber das kann ich euch nicht sagen. Ich bitte euch nur um eines. Habt Vertrauen zur Macht und zur Weisheit des Rates. Ich mag es nicht gern, wenn man mich im Unklaren lässt. Aber ich will nicht, dass ihr Scherereien mit euren Jedi-Meistern bekommt. Wir werden die Dinge in nächster Zeit auf eure Art regeln. Kommt, man erwartet uns. Ich werde euch zu den Ratskammern führen. Solange du nicht... mit dem Rat der Jedi gesprochen hast, kannst du keinen anderen Charakter auswählen. Okay, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Wir sind jetzt auf Dantooine, dem, ja, quasi Jedi-Planeten, könnte man sagen. Und wir wollen quasi mit dem Rat reden, was doch sehr interessant sein könnte. Aber das machen wir, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Ich speichere unter LP15. Und ja, Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge.